das ist, glaube ich, vielleicht auch so eine große Erkenntnis, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten Monaten und jüngeren Jahren, dass es immer um eine Balance geht im Leben. Und es geht nicht um, ich bin entweder diszipliniert oder der Vollchaot und ich bin entweder die Künstlerin oder die Sängerin und ich bin entweder, weiß ich nicht, eine starke Frau oder ein Weichei, sondern ich bin immer alles ein bisschen, je nachdem. Und je mehr ich das alles zulassen kann, umso schöner und spannender wird es halt auch irgendwie. Und das heißt trotzdem, dass ich auch Tage habe, wo es genau nicht so ist. Oder wo es nicht so rennt und wo die Welt nicht so ausschaut, wie es auf Instagram ausschaut. Oder auf Facebook. Oder wie an den Tagen, wo ich von einer Visagistin für irgendeinen offiziellen Auftritt hergerichtet werde.